Mein Name ist Philipp Niesen. Ich teste heute das Laney-Top-Teil mit Box Lionheart L50H. Die Box dazu heißt L412. Wir wollen mal sehen, was so alles da herauskommt. Also, zum kurzen Verständnis, der Amp ist ein Zweikanaler. Das heißt, man kann per Fußschalter umschalten. Es gibt einen Clean-Kanal und einen Drive-Kanal mit unterschiedlichen Master-Volumen. Der Clean-Kanal hat einfach nur einen Volumenknopf, der Drive-Kanal hat Drive und Drive-Volumen. Gemeinsame Klangregelung. Es gibt einen Hall, der digital ist und nicht etwa Federhall. Dann gibt es einen Einschleifweg noch, der sitzt vor dem Hall. Und dann gibt es hier, so wie bei alten oder wie bei AC30, einen Tonregler, der vor der Endstufe die Höhen beschneidet sozusagen. Das kann man kurz mal demonstrieren im Clean-Kanal. Da passiert also ganz schön was. Ich lasse ihn jetzt mal auf der 12 Uhr Position stehen. Und dann gibt es noch ganz interessant einen Dynamics-Regler, der den Verstärker so mit mehr Bottom versorgt nochmal. Untenrum also Gas gibt. Da kommt unten noch mal ein bisschen mehr Schub. Sitzt ein wenig komisch drauf hier, der Poti, deswegen nicht verwirren lassen. So ist Anschlag und so ist Anschlag. Wie gesagt, umgeschaltet wird das hier durch den Fußschalter. Man kann auch den Reverb an- und ausschalten. Jetzt sind wir gerade im Clean-Kanal. Man muss den Verstärker, der 50 Watt hat, dann doch ein wenig aufreißen, damit die 4x12er Box auch ein bisschen Schalldruck entfaltet, weil sonst klingt es recht dünn. Das heißt also, das ist nichts für Wohnzimmer, das ist schon was entweder für große Bühnen oder im Studio ins Kämmerlein wegpacken. Ich demonstriere das mal kurz hier. So ist relativ geringes Level. Wenn man ihn ein bisschen aufdreht, dann kommt auf jeden Fall mehr Saft und auch mehr Sound. Das gleiche mache ich mal mit dem Drive-Kanal. Das surrt schon ordentlich. Auch erstmal weniger Level insgesamt. Da kommt auf jeden Fall schon ordentlich Schalldruck raus. Der Hallregler, den werde ich jetzt mal von wenig bis viel aufdrehen. Da kann man mal hören, was da passiert. So ist aus. Kommt er allmählich. Fazit zu diesem Amp, ein lauter, leistungsstarker Amp, der aber sehr gut klingt, wenn man ihn aufdreht. Schwer ist er allemal, auch vom Preis her so Mittelklasse, würde ich sagen. An die 2 Mille für beides zusammen. Aber er macht was her, klingt gut, wenn man ihn ein bisschen lauter drehen kann. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder auf musikmachen.de. We'll be right back.